Leute, ihr würdet es nicht glauben, ich kann es auch kaum glauben, wir sind wieder da. Yay! Die Quarantasting-Zeit ist noch nicht vorbei, deshalb gibt es ein weiteres Quarantasting-Video. Nummer 16 müsste das sein, wenn ich richtig gezählt habe. Und der Ralf ist dieses Mal nicht in Sardinien, der ist nämlich wieder da. Du warst letztes Mal auch schon da, aber hast ja gesehen, ich habe es verkackt, ne? Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ja, hab's gesehen. Ja. Deswegen warst du alleine. Warst du alleine da? Aber jetzt sind wir wieder so da und es ist eh viel geiler. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, ich habe ja irgendwas mitgebracht. Das habt ihr ja gesehen. Sieht man ja schon auf dem... Wo? Naja, wenn man jetzt das YouTube-Video angeklickt hat, hat man ja wahrscheinlich auch die gesehen, welches Bier getestet worden ist, oder? Ja, das war das Otterkringer. Ja, aber jetzt... Das haben wir vom Lukas übrigens bekommen. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Vielen Dank, Lukas. Ja, aber das war das letzte Mal. Ja. Jetzt, heute. Ach, du meinst... Heute. Siehste? Der ist heute so... Ihr glaubt gar nicht, was ich jetzt gerade schon wieder hier erlebt habe. Der ist wieder... Irgendwas ist gerade. Es liegt was in der Luft. Mhm. Du hast völlig recht. Die das schon geklickt haben, die wissen schon, was sie geklickt haben. Das meintest du und das stimmt. Genau, das ist ja mein Urlaubsmitbringseler gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und ich habe auch bewusst darauf verzichtet, das Bier im Urlaub zu testen, weil ich ja schon, da ist man so euphorisch dann immer. Du hast noch eins getestet von Ichnusa, ne? Wie hieß das andere, was du getestet hattest? Ich glaube, Kruda hieß das, ja. Das habe ich hier zu Hause getestet und das hat mir hier zu Hause auch geschmeckt. Das hat mir schon in Sardinien so gut geschmeckt. Okay. Was haben wir heute? Also, ihr wisst ja schon, was wir heute haben. Aber ihr wisst bereits jetzt mehr, als wir jetzt wissen. Weil wir wissen noch, doch, wir wissen natürlich auch, was wir haben, aber... Was ich damit sagen wollte ist, ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge. Das kann ich sagen. Doch. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich schon. Ralf legt jetzt die Reihenfolge fest. Und na, die Reihenfolge muss so festgelegt werden. Aber die Reihenfolge, die wisst ihr auch noch nicht. Nee. Weil ihr wisst das jetzt erst dann, wenn ihr es gesehen habt. Ja, also wir haben langsam komme ich dahinter mit diesen Meta-Ebenen. Mhm. Ja. Was ist mit dir heute? Der ist so... Keine Ahnung, ich habe noch nichts gegessen und ich bin, glaube ich, unterzuckert und jetzt kriege ich hier Malz und Alkohol und ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Also bei uns in Franken sagt man dazu, wenn Anna immer so links, rechts, nach und runter, wie der Schieß in der Laterne geht er gerade ab. Wie der Schieß in der Laterne? Ja. Das habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört. Oder? Ja, siehst du mal. Ah, ja. So alt sind wir schon. Ha, 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 ha. Also, come on. Ich verrate nichts. Wieso denn? Ich wäre jetzt dieses Jahr 50. Das darf man sag's doch nicht. Das erinnert mich daran, dass ich auch das bald werde. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ja. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich innerlich so frisch und jugendlich zu fühlen und außen draußen drauf quasi so eine Zahl zu haben. Das ist doch geil. Mhm. Ein bisschen Party nach haben wir aber schon, ne? Ja, ich weiß nicht, welche Midlife-Crisis dann auf mich zukommen und wie sich die bei mir so auswirken. Mal schauen. Lass ich mich einfach mal überraschen. Vielleicht habe ich sie vor dir. Ich stelle mal das blöde Mikrofon, das steht da total im Bild. So mache ich das jetzt mal. Ja? So ist es besser. Komm mal wieder zu Bier. Hörst du mich zwar nicht mehr so gut, aber egal. Ja, ja doch, ich höre dich schon. Also, wir haben zwei Bier. Ne? Also, wir haben das normale Ichnusa aus der Dose. Das habe ich präferiert dort. Und wir haben dieses Non-Filtrate haben wir noch. Du verrätst jetzt schon wieder das Fazit für dich. Warum? Weil du sagst, das hast du präferiert. Ja, das sage ich auch nachher, warum. Ach so. Aber ja, es ist nicht geschmacklich, sondern das hat was mit dem Urlaub zu tun. Das beeinflusst mich jetzt wahrscheinlich in meiner Bewertung da. Nein. Ich habe es absichtlich jetzt so gemacht, weil ich weiß ja, wie die so ein bisschen schmecken. Und dann ist es schlecht, wenn man das eine vor dem anderen und so. Mir knurrt wirklich der Magen. Vielleicht hätte ich wenigstens einen Happen essen sollen. Vielleicht von dem sardischen Käse, den ich dir mitgebracht habe. Oh, der ist sehr gut war. Sehr gut. Mhm. Ah, die Wurst, sehr gut. Die Wurst ist schon weg. Was? Ja. Ist schon weg? Der Käse noch nicht, aber die Wurst ist schon weg. Okay, Casey war ja... Live quasi. Ein Wagenrad. Ja, ich hatte Platz im Auto dieses Jahr. Mit welchem fangen wir an? Wir fangen mit der Dose an. Mit der Dose. Was ist eigentlich mit deiner Aussprache passiert im Urlaub? Ich sag's dir, am Schluss. Ich spreche ja kein Italienisch, ne? Also ich... Bröggerlas weiß ein wenig so. Also man kriegt es schon hin, ne? So. Bröggerlas weiß. Dann gemischt mit Englisch und Deutsch.
verständigt man sich 4,5 Wochen auf dieser Insel. Und die unterhalten sich ja genauso mit dir. Das war am Schluss, ich habe nur noch Kauderwelsch gesprochen. Ich habe mich, wir haben untereinander dann auch schon so gesprochen. Das war echt schrecklich. Sondern wir haben einmal, das war am vorletzten Campingplatz, und dann saßen wir abends so oben, auf, also da, wo unser Zelt und das Auto standen, unterhalb war so eine sardische Familie und eine Mailänder Familie. Und dann, weil die einen kein Deutsch konnten, aber auch kein Englisch, haben die anderen, die Englisch konnten und ein wenig Deutsch, haben dann so kreuz und quer, haben wir uns dann bis nachts unterhalten. Ich verstehe. Es, am Schluss, das also, strengt für echt an, ne? Wir wollen ja natürlich am besten, vielleicht machen wir das zwischen den beiden Biertests. Ja. Falls euch das übrigens zu viel ist und ihr nur die Fachinformationen haben wollt, dann guckt wieder in die Videobeschreibung. Da sind nämlich die Kapitelmarken verlinkt. Und dann könnt ihr einfach da direkt hinklicken und dann kommt ihr nur zum Wesentlichen. Und genau. Das Quaff von uns könnt ihr überspringen, wenn ihr wollt. Unser Quaff. Das Quaff. Ja. Also, das Ichnusa Anima Sarda. Also das ist wirklich, die sind, ich weiß gar nicht, die sind so stolz auf ihr Bier, die Sarden, und die trinken das alle dort. Permanent. Es ist wurscht wann. Also die, ja, auch vormittags. Ich dachte immer erst, das sind eher so die Weintrinker. 4,7 ist ja schönes südliches Helles vermutlich, oder? Ja, es ist auch mit Mais. Ist auch drinnen. Klar. Also das haben sie mit rein. Und dadurch wird es wahrscheinlich sehr, sehr geradlinig, keine Spirenzien. In der Vollmundigkeit vermute ich einfach eher mal so eine schöne Schlankheit, die man gut trinken kann im Sommer. Also es ist nicht so, dass dieser Besserwisser-Bereich, den ihr gerade eben hört, der kommt daher, da wir halt einfach jetzt schon ein paar dieser Biere auch hatten und dann wissen wir, wo es halt herkommt und wo sich das ein bisschen einpendelt. Daher kommt es. Übrigens, die haben sogar mit diesem Bier einige Preise sogar schon gewonnen. Also Ichnusa, die sind mächtig stolz auf ihr Bier. Ne? Die haben, okay. Ja, und die Brauerei steht auch drauf, gibt es seit 1912, läuft aber unter Heineken. Ja. Aber tut der Sache keinen Abbruch, muss ich ehrlich sagen. Also für ein Industriebier, finde ich, ist das hat es so einen eigenen Charakter noch. Man merkt es auch. Das ist denen ihr sardischer Stolz, sage ich jetzt mal. Mhm. Wollen wir es aufmachen? Na klar, wo wird denn das gebraut? Also direkt bei Heineken Italien steht hier drauf, ist das richtig? Ja, aber das ist eher im, ich sag, Villa Edison in Giovanni. Na, also im Moment wird es im Süden von der Insel gebraut. Bei Cagliari, da ist es so eine kleine Animi, glaube ich, heißt diese Stadt. Da wird es im Moment, Assemini, da wird es gebraut im Moment. Also die haben das da irgendwann mal hinverlagert. Okay. Open? Ja, open. Da muss erst wieder putzen. Ja, ja, da hat er immer so sein. Da könnte ja einer draufgelangt haben. Ey, ich habe hier, also ich weiß ja nicht, deine Augen sind ja nicht so gut wie meine, aber bei mir schon ein ganz schöner Speck hier an der Dose dran. Ich muss auch zugeben, das Ding ist ja jetzt 1.500 Kilometer durch die Gegend gefahren worden, ne? Das muss man mal dazu sagen. Ich habe das ja schon mal erzählt, früher, ne? Kennst du noch diese Dinger, wo man so abzieht, und dann hat man sie abgerissen? Dann hast du halt den Müll quasi einfach weggeschmissen, deswegen war es ein Scheiß. Aber das Gute war, dass das nicht neu ging, weil bei den neuen, da geht der Schlons ja um, nein, ne? Und dann geht der Deckel ja rein in die Dose. Das ist natürlich für manch eine wie mich. Ey, wir müssen dir ein neues Verkostungsglas besorgen, ne? Das weißt du schon. Warum? Naja, einfach so, damit du nur eins hast. Ich werde hier nur. Ich muss ja immer nehmen, was da ist, ne? Ja, deshalb, ich kaufe dir mal eins. Wow. Okay. Was? Da ist aber ordentlich was drin. Was meinst? Da sind Brocken drin. Na, vielleicht. Das ist die Vorstufe zu Nonfiltrata. Hä? Aber das kommt mir. Das finde ich jetzt seltsam, weil ich dachte jetzt, das ist. Glasklar? Weiß ich nicht, wenn das dadurch so Heineken-Produktionsanlagen durchläuft. Vielleicht machen die auch nur die Distribution, das kann natürlich auch sein.
Ich dachte jetzt wirklich, das ist glasklar, weil das kam so raus. Denkt man sich erstmal nichts. Guck mal, ob ich da was erkennen kann. Schau mal rein. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es grundsätzlich aus der Dose getrunken. Ja, macht Sinn. Ne? Jetzt. Kalte Dose, irgendwie kaltes Handgefühl dann auch. Ne? Weißt du, mit welchem, wie viel Grad die empfehlen, das zu trinken? Na, wahrscheinlich 4 oder so. 3. 3 Grad, ja. Also ich habe es mal erwähnt, in zu warm ist nicht gut. Aber probier's. Ich hoffe, dein also Kühlschrank riecht, es riecht auf jeden Fall schon mal sehr geradlinig und sehr hell. Oh ja. Ein bisschen Pappe wieder, aber das hat man ganz oft bei diesen maisigen Dingern, wenn Mais drin ist. Und aber man hat auch helles, also dieses. Ja. Okay. Wenn bei uns Bier eintrocknet, dann hat es oftmals so einen Hauch von dem. Wenn es so eintrocknet, so ein bisschen. Ich finde, also das hat einen leichten Muff. Ja, hat einen leichten Muff. Also ich wollte jetzt nicht schon wieder den Lappen rausholen, aber es ist ein bisschen lappig. Ja. Okay. Aber ich finde, so aus der Dose war es immer ansetzen, passt. Also im Urlaub war es super. Prost. Ging. Also jetzt hier so am heimischen Tisch würde ich sagen, wässrig. Es hat null Körper. Ja, das ist schon sehr schlank, alter Schwede. Aber ich habe das, und das ist auch der Grund, warum ich das dort getrunken habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht ja auch drinnen, warte mal, was haben Sie so geschrieben? Vor Ort nennt sich das Bier auch Birra di Sardegna, ist das Kultbier der Insel und ist die perfekte Urlaubserinnerung an das Meer, den leichten Wind und der Wärme bei einem Thermometer von 27 Grad. Also 27 Grad haben wir nachts gehabt, 4 Wochen lang. Ja. Das war eher 35. Und da finde ich, da kannst du das dann schon trinken. Das ist echt okay. Aber ja, hier nicht. Ist ja jetzt immer wieder dasselbe, was wir dann oft auch sagen zu den südlichen Bieren. Dort halt vor Ort kannst du gar nichts anderes saufen. Nee. Und hier in unserem Breitengraden kommt es einem natürlich sofort zu schmalspurig vor. Mhm. Und du hast natürlich diese Würzigkeit, ne? Die Bittere, die braucht sie ja auch. Also die musst du schon haben, weil klebrig und süß darf nicht sein. Aber für dort jetzt. Aber hier in dem Fall hast du ja auch so eine holzige Bittere, die sehr straight ist auch. Was Gutes löscht ein bisschen den Durst vom Gefühl her. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich fand, das war so der perfekte Durstlöscher. Du hast eins aufgemacht, hast das reinzogen. Hast du einen Brenner gehabt, trotz der 4,7? Ja, du nicht, aber... Es kommt ja auf die Menge. Nach einem dritten dann halt. Ja, weißt du, die Saaten, die trinken ja nicht das da aus Dosen. Ne? Die haben ja die 0,66. Ja, in der Plastikbottle oder was? Nein, Glas. Die haben doch immer 0,66, ja. Moretti oder sowas weiß ich auch aus 0,66. Ja. Da schalen die sich das dann rein und dann gehen es wieder in ihren klapprigen Pickup und fahren wieder zu ihre Schafe raus. Also das ist schon schön. Für den südlichen Gebrauch kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also und ich habe nur das gekauft. Ich habe gedacht, heimische Wirtschaft, Inselwirtschaft. Ich muss ja ehrlich sagen, da bin ich ja schon toleranter geworden, ne? Im Laufe der Jahre des Biertestens. Ja. Naja, weil man halt irgendwie auch, das ist ja auch immer unser Ziel gewesen und es ist ja nach wie vor, einen Horizont erweitern. Und Horizont erweitern heißt halt einfach auch zu verstehen, warum bestimmte Landstriche, bestimmte Länder bestimmte Biere brauen und warum sie es so machen und nicht anders und warum machen die es nicht so toll wie wir, bla bla. Ne, ist echt so. Das stimmt aber auch. Wenn du die Erfahrungen machst von vielen, vielen Bieren, dann verstehst du einfach auch, warum die so sind, wie sie sind. Und dann hat es eine andere Berechtigung Bewertungsempfinden her. Ich glaube, wir haben am Anfang immer zu viel mit unseren Fränkischen verglichen. Na klar haben wir das, natürlich. Logisch. Und das ist eigentlich das Coole, dass uns die
Oh, noch die letzten fliegen. Das Coole ist, dass die... Die dass Stuck, ja, dann die Stuckerfrucht fliegen. Bei dem nicht. Da machen die einen weiten Bogen drumherum. Aber was ich sagen wollte, ihr da draußen, tatsächlich, ihr, die uns auch immer Testbiere schicken, ihr seid ja daran mit beteiligt, dass auch wir unseren Bierhorizont einfach so herrlich erweitern können. Das finde ich einfach klasse. Das ist das, was mir in dem Projekt immer noch am meisten Spaß macht. Ja. Dass man von einer eingeschränkten Sichtweise, die jeder nun mal auch hat in seinem Bereich, dass man einfach so ein bisschen breiter wird. Und ich finde, das ist ein schönes Symbol für die heutige Zeit auch. Man sollte da es lehrt mich in vielen Bereichen mal so zu machen. Ach, schön. Könnte ein Schlusswort sein, ist aber noch nicht Schluss. Ja, ist ja noch nicht Schluss, ne? Das ist übrigens die Dose. Guck mal. Ja, die vier Mohren, das sind ja die sind ja auf der sardischen Flagge auch drauf, ne? Und du findest diese Flagge überall. Also, das ist. Ich glaube, auch fast jeder sind von den Sarden hat so einen Aufkleber auf seinem Auto drauf. Sind die Sarden, sind die patriotisch? Oh, mega. Ja. Mega. Ich habe einen kennengelernt auf dem Campingplatz, der lebt da immer für ein halbes Jahr und der ist so, ich weiß nicht, wer mal in Sardinien war, da gibt es diese Tänzer, die diese Masken, Holzmasken tragen. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie bei uns, wenn der Frühling im Allgäu, da machen sie auch diese Tänze, ja, ne, diese Umzüge. Und so treten die da auch auf mit Gehörn und was weiß ich. Und das, also, und der Typ, den habe ich da kennengelernt, der Stefano war das. Und das, also, Sardinien. Und das ist das Schönste der Welt und das Beste. Und er hat nur erzählt und ich muss das sehen und ich muss das probieren. Und dann hat er immer selbstgemachten Myrto. Also da gibt es kein Fernet oder Ramazzotti. Nee, da wird Myrto getrunken. Also was ist das? Aus Myrrhe? Myrte. Das ist so ein Strauch so aus dieser Macchia. Aha. Und also die Blätter alleine schon, die riechen total intensiv. Ist das Weihrauch und Myrrhe? Ist das Myrrhe? Nein, ist das ist Myrte. Myrte ist echt ein anderer Strauch. Okay. Ich habe... Und kann man vergleichen mit Anis, Fenchel, die Richtung? Nein, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen könnte. Wer wird's? Nein. Nicht. Es ist so, du musst dir so einen Kräuterduft vorstellen und der wird dann in diese Flasche hineintransportiert mit Alkohol. Oh, wie Rosmarinschnaps. Hast du schon mal ja, nicht gemacht? Ganz so extrem, so intensiv, aber es ist... Ah, ja, okay. Und jeder macht da seinen eigenen Myrto. Verstehe. Ja, und ich kennengelernt habe ich ihn, weil ich ihn eine Frage zum Campingplatz stellen wollte, weil der ja da lebt. Aha. Und als Antwort habe ich bekommen, ein Becherchen mit Myrto. Aber keine Antwort auf meine Frage, aber das war egal. Ich habe um 10. Der Rest erklärt sich von selbst. Ja, ich war um 10 bei ihm und habe gefragt und um 2 Uhr nachts bin ich in mein Dachzelt. Sag mal, hast du ein paar Fotos für uns? Ja, freilich. Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen, was man da so sieht, weil ich würde die dann einblenden? Naja, also wir haben ja so einen Giro di Sardegna gemacht, kann man sagen. Also wir haben oben im Norden gestartet, wo wir gelandet sind und da sind ja diese Costa Smeralda, das ist ja ein Traum von einer Küste, aber da sind wir relativ schnell geflüchtet, weil das sind zu viele Leute. Und das auch nur hier, picke. Eine Nacht am Campingplatz, 82 Euro, das ist natürlich... What? Am Campingplatz. Zu dritt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, 3 Leute, Dachzelt, kleines Iglo-Zelt, 82 Euro. Oh. Gut. Ich glaube, ich habe ein total falsches Bild von Sardinien. Für mich ist das so alles noch so völlig unberührt. Nee, aber die Costa Smeralda ist ja das, was der Agakar, glaube ich, Autos, hieß es. Die einzigen Autos, die fahren, sind irgendwie solche auf 3 Rädern bloß. Ansonsten gibt es nur Roller. Das so erlebst das du, sobald du, sage ich mal, 15 Kilometer, nein, nicht einmal, 5 Kilometer, wenn du ins Inselinnere reinfährst, werden die Straßen sauschlecht. Mhm. Also die mag ich natürlich. Und dann merkst du auch, dann wird dieses Sardische, kommt dann immer mehr raus. Und an den Küsten, und zwar ist es an der Nordküste und an der Ostküste, das ist sehr touristisch. Mhm. Die Westküste ist noch sehr ursprünglich.
Also wir sind dann an der Westküste runtergefahren und das wechselt immer zwischen Steilküste und ewigen Sandstränden ab. Und wenn du ins Inselinnere fährst, da ist es halt unheimlich gebirgig. Ne? Also das hat 1.500 sind da ganz normal. Und du fährst halt für 100 Kilometer brauchst halt 4 Stunden. Aber würdest du jetzt ja sagen, Sardinien ist eigentlich, wenn man fährt, dann sollte man sich irgendwie das Landesinnere eher geben, um das Ursprüngliche zu haben? Oder was unterscheidet jetzt die Küstenregionen von, keine Ahnung, Kroatien oder Spanien oder Mallorca? Was unterscheidet sich da? Gar nicht. Also wenn du Kroatien... Also die Küstenregionen sind auch so vom Eindruck her, das ist eigentlich gleiche Chance. Ja, ist klar, die leben ja vom Tourismus und die Leute dort, die waren echt verzweifelt. Also die haben mich dann auch gefragt, ob wir Deutschen denn jetzt im September alle kommen. Weil ja jetzt schon im August und im Juli waren kaum Touristen da. Die hatten ja Auslastung von 20-30% auf den Campingplätzen. Es war alles leer. Also das heißt, wenn man irgendwie den Flair Sardiniens haben möchte, muss man ins Landesinnere. Genau, und möglichst in der Nebensaison fahren. Okay, und jetzt interessiert mich natürlich, weil jetzt, ihr seht ja schon, das ist ja jetzt eher ein Reise-Vlog, eine Reise-Empfehlungsvideo als ein Biertest-Video. Aber es würde mich tatsächlich interessieren. Was würdest du denn sagen, was ist denn dann, wenn man von mir auch mal reinfährt und man möchte so erfahren, was ist denn eigentlich Sardinien? Wie sind die Sarden? Wie leben sie? Was sind sie für ein Menschenschlag? Und was ist anders als das, was man vielleicht von Italien kennt? Was würdest du sagen, was muss man dann erleben? Wo muss man dann hin? Also auf jeden Fall musst du ins Gebirge eher fahren. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann, also sobald du irgendwo bist und triffst irgendeinen Einheimischen, und du kannst jeden um Rat fragen, die sind total hilfsbereit, die wirken im ersten Moment ein wenig so grantelig, muss ich jetzt einmal sagen, aber wenn du hergehst und zeigst Interesse für ihre Insel und wie toll du die findest und du möchtest da irgendwas sehen, die machen alles für dich, das ist echt unglaublich. Also es ist ein ganz hilfsbereites, nettes Volk. Die sind natürlich sehr eigen, ne? Aber die sind auch richtige Revoluzzer. Das siehst du auch, wenn du reinfährst. Fast jedes italienische, also von der italienischen Regierung aufgestellte Schild ist durchlöchert, wie in Korsika. Das ist durchgeschossen. Also Schrot oder auch richtig Gewehr. Ne? Also die wollen eigentlich, die fühlen sich nicht als Italiener, sondern wir sind Sarden. Also ich finde gerade so diese Bergdörfer, wenn du da durchfährst und hockst dich da mal in so ein Café und schaust dem Trubel da einfach zu, dann merkst du eigentlich erst einmal, wie anders das ist. Also es ist fast ein bisschen, wenn man so das Korsika, Asterix auf Korsika, wenn du kennst, das hilft. So ähnlich muss man sich das auch auf Sardinien vorstellen. Also es ist so ein ganz, also die Korsen sind natürlich nicht zu vergleichen mit den Sarden, aber dieser Flair, der ist da genauso. Das ist alles sehr eigen. Okay, sehr cool. Ich habe noch Fragen, ich habe noch weitere Fragen. Ich möchte nämlich danach noch wissen, nachdem wir das zweite Bier jetzt getestet haben, weil ich finde, dazu sollten wir jetzt kommen, würde ich gerne wissen, ja, wie sich das kulinarisch verhält in Sardinien. Und da brauche ich dringend viele Informationen dazu. Okay? Jetzt trinke ich erstmal noch das Ichnusa aus. Das klingt wie, als müsstest du sagen, Gesundheit. Ichnusa ist übrigens... Ja, stimmt, das klingt wie Niesen. Das ist übrigens das griechische Wort für Sardinien. Was? Ja, also ich habe auch, mich hat es dann selber mal interessiert, woher kommt der Name, da habe ich es ja ein wenig recherchiert und es hat mehrere Leute haben das so genannt. Ichnousa wird es eigentlich geschrieben, das ist auf, über dem O noch so ein Hütchen, obwohl es das gar nicht im Griechischen, glaube ich, gibt. Wahrscheinlich altgriechisch. Auf jeden Fall ist es das griechische Wort dafür. Okay. Und die vier Mooren, ja, das ist ja wegen, ja, das ist, geht so auf das Jahrtausend so zurück, wo die spanische Krone, der Aragon, glaube ich, hieß doch das, ne? Und die haben da so einige Kämpfe ausgefochten und da gibt es jetzt mehrere
Theorien, wie diese vier Mohren da drauf kommen, angeblich wurden, haben sie gegen die Mohren dort gekämpft oder Sarazenen, glaube ich, oder sowas. Und auf jeden Fall wurden da vier Prinzen angeblich geköpft. Und deswegen ist es da drauf. Ja, das war die eine Theorie. Warte mal, die andere war, ach Gott, da gab es mehrere. Das war so. Ja. Also ich glaube, okay. hier in Deutschland hätten wir ein bisschen Probleme. Mauren waren es, ne? Mauren, ja. Genau. Und die katalanisch-aragonesische Streitmacht, bestehend aus Saragossa, Valencia, Murcia und Balearen, die haben zusammen gegen die gekämpft. Das ist die andere Theorie und deswegen das viermal. Also da, wo sich andere einen Strich in den Unterarm ritzen, machen die Sarden einfach dann die Flagge drauf. Ja, aber so ganz geklärt ist es nicht, muss man sagen. Also das okay. ist, ja, man muss, die Insel hat ja eine sehr wechselvolle Geschichte. Die ist ja immer wieder besetzt worden und die haben sich immer wieder gewehrt. Und auch die Römer zum Beispiel sind denen ja auch nicht Herr geworden. Ne? Also die haben sich ja in das Landesinnere gar nicht reingetraut, genauso wie in Korsika. Mhm. Also die haben sich da drinnen halt verschanzt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es verstanden, wie ich quer durchgefahren bin. Das ist auf Straßen schon mühsam. Wir sind ja dann noch Schotterpisten gefahren. Das war ja unglaublich. Mhm. Das ist echt zeitaufwendig, sagen wir es mal so. Cool. Und materialmordend. Was man da alles erfährt, hä? Wenn der ja. Ralf einmal im Urlaub ist. Geht's weiter? Jetzt machen wir, damit die Leute, die sich wirklich wagen, das durchzuschauen und nicht in den Kapiteln springen, damit die wieder was haben von Bier, machen wir jetzt das Non-Filtrate. Entschuldigung, ich musste gerade das Ding hier noch ausdrücken. Ich habe ihn dazu genötigt. Ich habe gesagt, wenn ich schon tausende von Kilometern hierher fahre. Ja, da hast du schon recht. Hast schon recht. Also ich finde ja die Flaschen geil, ne? Das ist. Die ist schon echt irgendwie. Das ist eine richtige Buddel. Das ist echt irgendwie interessant. Da meint man, ja. Das hat 0,33, aber das ist ein halber Liter, ne? Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Hätte ich jetzt gedacht, dass das. Okay, ich zeig's euch mal, diese Kamera, damit ihr da auch mal was davon habt. Ich Nusser. Du, auf dem Rücketikett. Da ist irgendeine Mannschaft abgebildet. Was sind die oder was ist das? Das, wenn ich wüsste. Die Localita Maceria Redu Gagusta. Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gemeint, du hast das recherchiert. Also so nostalgisch, wie das ausschaut, da hätte ich ja irgendwo in alten Büchern wälzen müssen, oder? Pass auf, ich lese euch ja mal vor und dann kann uns vielleicht jemand, der Italienisch kann, das kurz in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr alle, die jetzt guckt, einfach schnell in die Kommentare schauen. Da steht drauf, Birrificio di Assemini Cagliari, Localita Macchia, oder? Macchia Redu Grocastu, non filtrata, e la risetta nata ad Assemini dalla passione dei nostri Mastri Parai. Fatta con puro malto d'orzo, non essendo filtrata, presenta un aspetto fellato. Grazie. Das war das dreckigste Italienisch, was ich je gehört habe. Lievedi rimasti in sospensione. Das war jetzt fränkisch-italienisch. Ja, aber voll. Ne? Vor allem non filtrata e la risetta. Wir werden geköpft. Oh, dann landet vielleicht unser Kopf auch noch auf der Flagge. Mhm. Jetzt pass auf, was haben wir denn da Feines? Oh, ich war ein Flaschenöffner. Was nehme ich in passender Weise? Wähle ich mir natürlich aus für die Sarden. So stelle ich mir das vor, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, ob es. Kennt ihr schon diesen Flaschenöffner? Ja, freilich. Muss man aufpassen, darf man nicht mitführen im. Nee, der ist scheiße. Der ist nur so cool, aber aufmachen kannst du mit nichts. Zum Öffnen in Schacht ist nichts. Ne? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal
Da passt doch, die Keule ist immer super. Ich finde das so neidisch, dass der so Auswahl hat. Ich muss hier. Ja, du musst halt ja mal wieder kommen, Schatz. Ja, darf mir ja nicht, Mensch. Doch, wir sind noch ein Haushalt. Das stimmt allerdings, ja. 1,50 kann ich. Ja, wird ein wenig eng. Lieber so erst noch. Dann muss ich wenigstens dich auch nicht riechen. Ne? Dann weißt du immer, rumkofferst und rumkofferst. Sagt man bei euch eigentlich auch koffern? Also quasi einen Schieß lassen, einen fahren lassen, einen abstellen? Ist das, bei uns ist es koffern. Und bei euch? Schreibt es uns in die Kommentare. Jetzt kommt er auf die Flatulenzchen. Jetzt. Keine Ahnung, nicht? Ah ja. So, oh, das schenkt sich aber schön ein. Na, freilich. Ich habe mich fast ein wenig heimisch gefühlt, wie ich es das erste Mal getrunken habe. Aber es ist naturtrüb, weil steht ja auch hier Non-Filtrata, aber ich habe keine solche Flocken wie beim anderen. Yes, ich auch nicht. Okay. Und ich finde auch, das hatte immer einen guten Schaum. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Der ist fantastisch, der Schaum. Der ist fantastisch. Oh, leck. Aber es riecht sehr bierig daher. Ja, ja. Ich hatte. Oh, okay. Also jetzt haben wir diesen Eindruck von nassen Pappdeckel noch mehr als vorhin schon. Weißt du, was ich immer in der Nase hatte bei dem? Immer so Hefeschmiererei. Weißt du, was ich meine? Das hat immer wegen so. Aber ist halt ja. Ist ein Zwickelbier, ne? Ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich so ein, da riecht es wirklich wie nasser Lappen. Aber der Schaum, ehrlich, ganz schön. Ja. Und da könnte man jetzt bei uns auch, da könnte man jetzt auch ein schönes Landbier oder Kellerbier vor sich haben. Das habe ich immer gesagt, das ist wie, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, das ist wie ein Kellerbier daheim. So sieht das aus. Prost. Bumbel, Bumbel. Es ist so schön, dass wir beide wieder Aufnahme machen können. Ich war so deprimiert und so traurig, dass ich im ganzen August ja nichts gemacht habe. Ich wollte eigentlich so ein bisschen ja fremd gehen. Ich hatte gar keine Lust, fremd zu gehen. Die ganze Lust, also die ganze Libido, die war völlig flachgelegt. Die Bierlibido, meine ich natürlich, war völlig danieder. Ich hatte gar keinen Spaß am Fremdgehen. Und deswegen habe ich einfach gewartet, voller Sehnsucht, bis du wieder da bist. Ja, ja. Prost. Prost. Oh ja. Ja, gut, also. Also ich finde halt, dem Bier fehlt ein bisschen Spritzigkeit, sage ich immer. Was? Ja. Nee, Spritzigkeit? Na, mir ist es. Und hinten raus ist ein wenig Pappe. Es ist insgesamt zu Pappe, zu viel Pappe. Schon, ne? Ja, aber ich finde, es müsste ein wenig sprudeliger auch noch sein. Dadurch, mir war das im Urlaub immer zu. Ja, das ist wie so ein kalter Tee, fand ich immer, ne? Das schmeckt schon nicht schlecht, sage ich jetzt mal, aber es ist mir zu. Na, es schmeckt nicht wirklich gut. Es muss richtig kalt sein. Es hat auch so eine Hefeschmiere irgendwie, die so ganz seltsam ist. Das ist das, was im Geruch, was ich schon immer hatte. Und das hatte ich im Urlaub, war mir das immer zu viel Würze, zu wenig Kohlensäure und dann immer dieses Schmierige, das habe ich immer im Mund gehabt und dann habe ich immer höchstens eins getrunken und mir gedacht, boah, na. Weißt du, warum ich jetzt da vielleicht doppelt kritisch bin? Weil bei dem hier, bei diesem Hellen, das ganz deutlich für südliche Gefilde gebraut ist, bei dem kann ich das total verstehen, warum das so ist. Und das hier, das versucht so ein bisschen, oh Gott, jetzt muss man aufpassen. Ich wollte jetzt fast schon sagen, versucht ein bisschen deutsch zu sein. Also, weil ich halt so an Kellerbier denke dabei. Aber es versucht so ein bisschen in diesen Bierstil Kellerbier zu gehen, wo man irgendwie das Gefühl hat, nee, das ist nicht getroffen. Genau. Also es ist nicht. Es hängt ja wegen nebenaus.
Ja, es ist weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Ja. Wenn das jetzt auch, es ist im Körper würziger. Also der Körper ist ein bisschen schmierig zwar, also im Vergleich zum Ichnusa Anima Sarda geht es so. Und das hier ist so. Und es ist eher so geht das. Nee, das ist wie die Flasche, sage ich immer. So wie es, ja, ist wie, genau. Ein bisschen, so, ein bisschen wie eine Dralle Sardin, ein bisschen. Oder ein Draller Sarde, um damals genderneutral zu sein. Das finde ich, das ist der Unterschied. Bei dem hier würde ich mir wünschen, man hätte den vollen Körper ein bisschen reduziert, hätte es auch ein wenig schlanker gemacht und hätte die Würzigkeit vielleicht beibelassen. Und in dem Fall tut dieses Unfiltrierte dem Bier weniger gut, weil die Nebenaromen, also die quasi das, was beim Filtrierten rausgefiltert wird, was du dann noch schmeckst, das fühlt sich eher an wie Fehlaromen als wie unterstützende Aromen. Mhm. Und das finde ich seltsam an dem Bier. Weißt du, was ich habe das schon ab und zu mal getrunken, ne? Weil es ist halt, da gab es dann nur das zum Beispiel oder so. Aber mich hat es immer so satt gemacht. Ich weiß nicht, das ist wie so eine Mahlzeit. Kann das sein? Gerade wenn du im Süden bist natürlich, ne? Also hier würde jetzt, da könntest du jetzt ein helles Bauernbrot dazu essen irgendwie, das würde auch passen. Aber zu welchem Gericht könnte man sich das in Sardinien vorstellen, dieses Bier? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das andere immer genommen. Und das hier, also zum Beispiel zu einem Fisch oder sowas, kannst du das total vergessen, finde ich. Das passt überhaupt nicht. Aber die haben ja relativ viel so die. Und was ist mit Lamm oder Hammel? Die machen eher so scharf eigentlich. Also ich habe einmal so ein Gericht. Nein, also nicht das Lamm, sondern richtig scharf haben die dann gemacht. Ja. Meinst du scharf? Scharf. Das Schaf. Ja, aber Schaf ist das ausgewachsene Schaf, nicht das Lamm, ist das kleine Lamm. Nein, Lamm ist Lamm. Lamm oder Lamm. Also, oder wenn du heute doch ein Lammfleisch kriegst, dann kriegst du doch. Nein. Also zu. Ich hab's mal. Also mehr Hammel, mehr so Hammel halt. Ja, aber ich hab's mal zu Porchetta, also zu diesem Spanferkel gegessen. Das war cool. Das lag aber auch das ein bisschen. Das wollte ich gerade sagen. Aber da, pass auf, jetzt kommen wir schon wieder in einen interessanten Bereich. Wenn du so ein Spanferkel hast und du hast da so eine rösche, schöne Spanferkelhaut. Mhm. Und die tun da ziemlich viel Salz drauf, also damit es da richtig durchsteigt. Und du hast das Salz dann dazu drauf. Und dann kann ich mir das gut vorstellen, tatsächlich. Das würde dann gut passen. Das würde mir sogar besser gefallen als das schlanke Bier. Mhm. Interessant ist ja, ich war da an so einem Stand und habe mir das dann, ich habe mir mal so ein Spanferkel gekauft und habe mich da ewig mit dem Typen unterhalten. Und dann, wie das fertig war, das hat noch ein bisschen gedauert. Dann hat er scheinbar gemeint, der tut mir einen Gefallen. Hat vom Kopf, weißt du, den Kopf in der Mitte auseinandergehackt. Und dann habe ich diesen halben Kopf bekommen. Und dann dieses, weißt du, das Gehirn noch drinnen war und der Rüssel und so. Ja. Das sind wieder wie europäische Fleischfresser, ne? Total gern Fleisch fressen, aber bitte so, damit man nicht mehr sieht, was es ist. Ich hab's gegessen. Aber ich verstehe dich total. Also ich könnte es nicht essen. Ich habe es probiert. Es geht schon. Okay. Aber den Rüssel habe ich dann auch probiert, weil scheinbar ist ja das auch was Besonderes. Aber was ich ein bisschen eich finde, ist, wenn dann das Auge dich dann so anglotzt. Das ist ich habe dann oberhalb vom Auge das Ohr weggemacht, weil Ohr ist ja geil beim Spanferkel, ne? Oh Mann, ey. Okay. Ja, aber es war. Was für andere kulinarische Genüsse kann man denn erwarten in Sardinien? Also kaufen muss man unbedingt ein Pecorino, also einen schönen Hartkäse dort kaufen. Also die haben die da in unterschiedlichen Altersstadien, sage ich. Schafskäse oder Schafsziegenkäse gemischt. Genau, das machen die da immer so. Und unbedingt immer irgendwo, wenn irgendein Typ da irgendwo steht, am Straßenrand, da kriegt man immer eigentlich das Beste. Das ist ein Kroppenkäse. Wie Teufel.
alte Sau, alte Sau. Ja. Olivenöl haben es Leckeres, muss man auch sagen. Aha. Und sie machen richtig leckere so Salami. Also das muss man echt sagen. Und Schinken essen sie sehr gerne. Und wenn du, die machen immer, bei den Vorspeisen kriegst du immer entweder Mare oder Terra. Und Terra ist dann halt immer so das, was halt auf der Insel gibt und Mare halt aus dem Meer dann. Ja, cool. Nachdem ich ja keine Krustentiere essen kann, habe ich immer das Terra gegessen und das war... Und die essen so viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die schlichten da auf und dann hast du die Vorspeisen gegessen und denkst dir, Alter, ich kann nichts mehr essen. Und dann kommt die Prima Piatti. Okay, aber wo kriegt man das? Kriegt man das dann irgendwo in ausgewählten Lokalitäten oder muss man da ins Landesinnere? Ist eventuell an den Strandpromenaden die klassische Pizzeria auch wieder vertreten? Ja, voll. Also da ist so 0815 wie überall? Nein, also die Restaurants, die bieten schon auch immer diese sardische Küche an, aber natürlich auch dieses Mainstream für die, die es halt wollen. Aber und ansonsten, aber habt ihr mal so richtig irgendwie Hausmannskost? Ja, ja. Also wir haben einmal, das ist bei Odyssey, heißt es, und da ist diese ganz weltberühmte Küste, wo diese ganzen kleinen Buchten sind und da kannst du nur mit dem Boot hinfahren. Und wir wollten da eigentlich auch unser Boot mieten, aber das haben wir dann sein lassen. Wir haben oberhalb in den Bergen, da haben wir so einen Bauernhof besucht, da konntest du im Zelten bei denen oder halt ein Zimmer nehmen. Und abends musstest halt sagen, du isst mit und dann konntest du auf der Terrasse draußen, gab es halt das Menü. Es gab nur das Menü, nichts anderes. Und den Vino de la Casa und sonst nichts. Geil. Und dann haben die halt da aufgefahren. Und da habe ich dann zum Beispiel auch die Maloredos e Ragu gegessen. Das war unglaublich. Und selbstgemachte Ravioli. Und dann haben die so scharf gemacht. Also das war in so einer Soße. Das war total würzig und kräutrig. Und da sind dann auch überall noch so die Fettbatzen dran, dass du die dann nicht auseinanderflattern. Das musst du dann machen. Aber es war saulecker, also mich stört es ja nicht. Ja. Ne? Das ist das richtige Hausmann. Und da war halt auch Spanferkel dabei und Wahnsinn. Essen, 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 Essen. Und die essen richtig viel. Das Besondere jetzt, für alle, die es jetzt so lange durchgehalten haben und die ihr natürlich unsere Videos immer schaut und diejenigen von euch, von den Paaren jetzt, die zwei, die jetzt sagen, ich fahre auch mal nach Sardinien, für euch packt der Ralf die Links unten in die Videobeschreibung. Ist das nicht geil? Special Treatment nur für unsere besten Fans. Ja, weil so, genau sowas will man ja haben, wenn man irgendwo hinfährt und dann braucht man Empfehlungen. Was von all dem, was wir jetzt noch nicht genannt haben, was würdest du sagen, wenn man, also da draußen ist jetzt jemand angefixt worden und sagt so, oh, komm, wir fahren nächstes Jahr auch nach Sardinien. Was sagst du, wo sollte man unbedingt hin? Unbedingt. Also, da gibt es eine Grotte an der Ostküste, die muss man unbedingt gesehen haben. Also die ist unglaublich. Also die ist teilweise bis... Weißt du den Namen auswendig oder machst du die müsste ich jetzt nachschauen, ich kann mir die ganzen Namen nicht nachmachen. Aber die ist... Ihr schaut in die Videobeschreibung. Ja, die ist bis zu 40 Meter hoch und das ist einfach überwältigend. Da läufst du einen Kilometer rein. Das ist total stark. Unbedingt sehen sollte man, es gibt noch eine Grotte, die Netuno heißt die. Das Problem war, ich habe die schon mal vor 25 Jahren gesehen und jetzt war mir da einfach zu viel los im August. Also wenn man da in der Nebensaison ist und die Grotte ist, da muss man so 200 Meter, einige 100 Stufen runter bis zum Wasser laufen und unten läuft man dann, das Wasser geht in die Grotte rein und da werden dann auch Konzerte gemacht. Die hat eine unglaubliche Akustik, also die ist am Meer. Was man sehen so muss, ist auf jeden Fall, dass man ins Landesinnere fährt und diese Berge anschaut. Also das ist diese ganzen Bergdörfer, das ist ganz klasse. Und dann gibt es dort eine Schlucht, das ist die tiefste Schlucht Europas. Sukurupu heißt sie, die ist 450 Meter tief. Muss man schauen, man kann von zwei Seiten hin. Wenn man von der östlichen Seite kommt, ist halt irgendwann zu Ende, weil da muss man klettern können. Wenn man von der anderen Seite kommt, dann kann man absteigen und kann da einige Kilometer drinnen laufen und auch baden.
Und, ja, und wir haben dieses Jahr eher so diese kleinen Sachen gemacht, weil ich halt den Touristenströmen ein wenig aus dem Weg gegangen bin. Mhm. Und da gibt es halt an der Westküste kilometerlange Sandstrände. Da liegst halt fast alleine. Ne? Und wenn du an der Ostküste bist, da sind wir dann nicht zu diesen Stränden gefahren, wo die mit den Booten hinfahren, da war mir einfach zu viel los. Aber wir haben einen Campingplatz gehabt, den würde ich unten mal als Empfehlung reintun. Das ist ein Traum. Der ist wirklich, ich sage mal, 1 Kilometer Kiesstrand, glasklares Wasser und links und rechts gehen so die Granitfelsen hoch. Auf der einen Seite in Grau und auf der anderen Seite in Knallrot. Das ist unglaublich. Das ist mir gleich eine ganze Woche geblieben. Toller Campingplatz, nette Leute. Und alles easy dort, das war wirklich gut. An der Westküste habe ich auch eine Campingplatzempfehlung, die wird von einer Kommune geführt. Und die machen es echt toll. Ganz entspannt und für Kinder ist es super dort. Die machen jeden Abend Theateraufführungen und sowas. Also es ist echt. Wow. Von all den Dingen, die du vorher gehört hast, also die du vorher in irgendeiner Form als Empfehlung gesehen hast, von welcher sagst du, kann man getrost die Finger lassen? Irgendwas, was jeder empfohlen hat und du sagst, können da getrost die Finger davon lassen? Also für mich ist die größte Enttäuschung die Costa Smeralda und der Norden insgesamt von der Insel. Aha. Also okay. Das ist nur noch Turinep pur. Also wir sind dann auch an dieses Kap nach oben gefahren und das wird so empfohlen, das muss man sehen, Capo Testa und das tolle Felsformationen. Das ist... Ja, das sag mal, habt ihr alle einen Vogel? Wir haben Corona-Zeit. Ihr könnt hier nicht zu 5000 sein. Und es war ja auch dann so, dass dann in der Zeit da oben ist es ja aufgepoppt, weil diese Spinner einfach nicht auf Abstand geachtet haben. Und du warst keine 10 Kilometer von der Costa Smeralda weg, war alles normal. Und auch die Regeln wurden auf einmal wieder eingehalten. Also das war dieses Partyvolk, was dann da oben war. Also die Costa Smeralda, muss ich leider echt sagen, das ist eine Enttäuschung. Das ist bloß noch... Das ist so ein billiger Ballermann. Und also überall Clubs und so. Also da wird nur genappt. Würde ich nicht machen. Gut, Finger davon lassen. Ja. Ostküste, Westküste, Südküste gibt es tolle Spots. Und das Land und das Inselinneren ist mega. Wirklich. Nice. Also ihr seht, die heutige Folge ist mehr als nur ein Biertest. Es ist mehr ein Reisejournal als ein Biertest. Und genau deswegen hat mir die besonders gut gefallen, die Folge heute. Sind wir schon durch? Müssen wir noch bewerten, ne? Naja, also was heißt schon durch, ne? Übrigens, diese Folge wird es, wie auch zukünftig alle YouTube-Folgen, wird es als Podcast geben. Also dadurch, dass unsere Podcast, sagen wir mal, Frequenz mehr als nur zu wünschen übrig lässt, habe ich mich entschieden, dass wir alle YouTube-Aufnahmen auch als Podcast ausstrahlen. So könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und ihr sagt irgendwie, ich fahre jetzt im Auto, ich kann es nicht gucken, aber ich würde es total gern hören, könnt ihr das einfach auch in Zukunft einfach auch anhören, ne? Das ist für uns einfacher und für euch ein bisschen ein Mehrwert. Trotzdem werden wir natürlich hin und wieder auch Podcast-Folgen machen, weil die einfach dann doch nochmal anders sind. Und wir wollen euch ja mit allen drei Dingen beglücken. Unserem Blog, wo wir am meisten testen, unsere YouTube-Videos und unseren Podcast. Unser Blog. Oh. Ich habe ja so viel Bier im Keller stehen, das ist ja Wahnsinn. Rita weiß ja gar nichts davon. Ja, ich muss das mal abarbeiten jetzt. Ich konnte ja die letzten Wochen nicht. Das ist dank unserer eifrigen Spender, die sind die geilsten. Ja, das ist echt der Hammer. Was macht man eigentlich als nächstes? Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Mhm. Fährst du mal in Urlaub und bringst was mit? Ja. In Fränkische. Hey, das ist eine gute Idee, gerade bei mir, mit den Corona-Einnahmen, die ich so habe. Oh. Aber ich glaube, wir müssen mal Crowdfunding für den Alex machen. Apropos Crowdfunding, ganz am Schluss seht ihr natürlich jetzt wieder unsere Patrons, unsere Patrone, die uns eifrig unterstützen und die auch die schon dazu super geführt haben, dass wir die eine oder andere Geräteanschaffung machen konnten. Ich verrate mal noch nicht zu viel, aber demnächst. Danke. Ja.
Und wir sehen uns das nächste Mal, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall.